Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Mathe-Kollegstufe für die Oberstufe. Heute haben wir ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Hesse-Normalform oder auch Hesse-Normalenform der Ebenengleichung genannt. So, was es damit auf sich hat, schauen wir uns an einem Beispiel an. Und zwar habe ich eine Ebene gegeben, die ist durch die Koordinatenform gegeben. Ich habe einen Punkt und ich möchte diesen Abstand des Punktes ermitteln. Und mit Hilfe der Zeichnung, die hier gezeichnet ist, sieht man schon, wie man vorgehen kann. Ich kenne den normalen Vektor der Ebene. Und wenn ich jetzt eine Gerade G sozusagen konstruiere, die P als Aufpunkt hat und den normalen Vektor als Richtungsvektor, dann kriege ich eine Gerade, die die Ebene im rechten Winkel schneidet. Und damit kann ich dann über den Vektor PF und dessen Länge kann ich im Anschluss den Abstand des Punktes P zur Ebene E finden, weil das wäre ja gerade die Strecke PF. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, ich ermittle jetzt den normalen Vektor dieser Ebenengleichung. Das ist ganz einfach. Das sind nämlich die Zahlen vor den Koordinaten x1, x2, x3. Also ist der normalen Vektor 1 minus 2, 2. Sieht also jetzt so aus. Und den hänge ich jetzt einfach an den Punkt P an. Den P nehme ich als Aufpunkt. Und damit habe ich auch schon die Geradengleichung. So, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir den Schnittpunkt der Geradengleichung mit der Ebene bilden. Und das machen wir, wie es hier dargestellt wird. Ich habe eine Geradengleichung in Parameterform. Die kann ich auch als Vektor x ausdrücken. Und ich kriege für jede Koordinate x1, x2 und x3 einen Term, der von dem Parameter Alpha abhängt. Diese Terme kann ich jetzt anstelle von x1, x2 und x3 in die Koordinatenform der Ebene einsetzen und erhalte damit diese Gleichung 1 plus Alpha minus 2 mal, Klammer auf, 2 minus 2 Alpha plus 2 mal, Klammer auf, 6 plus 2 Alpha, Klammer zu, minus 1 gleich 0. So, jetzt kann ich ausmultiplizieren, dann kriege ich hier 9 Alpha plus 9 minus 1 gleich 0. Und das löse ich jetzt nach Alpha auf, indem ich die 8 nach rechts bringe mit Minus durch 9 teile, dann ist Alpha gleich minus 8 Neuntel. Und jetzt setze ich dieses minus 8 Neuntel anstelle des Parameters Alpha in die Geradengleichung ein. Und immer wenn ich einen festen Wert in diese Geradengleichung einsetze, dann wird aus dem allgemeinen Vektor x ein Vektor eines ganz bestimmten Punktes. Und in unserem Fall ist es dann der Vektor für P. Und wenn ich das mache, dann kriege ich jetzt halt leider Brüche in den einzelnen Koordinaten, nämlich der Punkt F. Entschuldigung, es war nicht der Punkt P vorher, es ist natürlich der Punkt F, den Punkt P kenne ich ja schon. Wenn ich 8 Neuntel einsetze, kriege ich also den Punkt F heraus. Und der wäre in diesem Fall ein Neuntel, 34 Neuntel und 38 Neuntel. Und jetzt kann ich praktisch über die alte Regel, Vektor ist Spitze minus Fuß, sozusagen die Koordinaten von F werden dann die Koordinaten von P subtrahiert. Also habe ich ein Neuntel minus 1, 34 Neuntel minus 2 und 38 Neuntel minus 6. Das ergibt dann den Vektor PF. Und jetzt muss ich nur noch den Vektorbetrag bilden. Das ist auch relativ einfach. Der Vektorbetrag ist gleich der Streckenlänge PF und das ist einfach die Wurzel aus den Quadratzahlen der einzelnen Koordinaten. Und damit kriege ich also unter der Wurzel die Summe der einzelnen Quadrate der Koordinaten, weil ich jetzt überall ein Neuntel habe. Und sozusagen ein Neuntel im Quadrat ein 81stel ist, kann ich das, weil ich es praktisch ausklammern kann, direkt als ein Neuntel vor die Summe, vor die Wurzel schreiben. Das nennt sich dann teilweise radizieren. Und ich kriege dann insgesamt raus, dass ich 24 Neuntel Längeneinheiten für den Abstand habe. Und das sind 8 Drittel Längeneinheiten. Und damit habe ich meinen Abstand berechnet. Aber, wenn man schon sieht, das ist jetzt relativ aufwendig. Ich muss
die Gerade erstellen, das ist noch einfach. Ich muss die Gleichung aufstellen für den Schnittpunkt, das ist jetzt schon aufwendiger. Ich muss den Vektor ausrechnen und ich muss den Vektorbetrag ausrechnen. Und bei allen diesen Rechnungen ist es leider immer so, dass sich leider Flüchtigkeitsfehler einstellen können, was bedeutet, ich habe die große Möglichkeit bei diesem Verfahren sozusagen manuelle Rechenfehler einzubauen und damit ein falsches Ergebnis zu kriegen. Das ist also der Hauptkritikpunkt an diesem Verfahren. Es ist manuell sehr aufwendig. Das bedeutet anfällig für Rechenfehler und natürlich auch ein hoher Zeitaufwand. Und jetzt schauen wir, geht es nicht eleganter? Und das ist jetzt mein Ziel. Ich will jetzt ein Verfahren haben, mit dem ich eleganter genau dieses Gleiche erreichen kann. Und dazu schaue ich mir nochmal die Zeichnung an. Und jetzt gibt es da eine Idee. Und zwar, mein normalen Vektor, er hat jetzt ja eine beliebige Länge. Je nachdem, wie sozusagen die Richtungsvektoren sich gestalten. Im normalen Vektor ist das Kreuzprodukt der Richtungsvektoren. Deswegen habe ich dann eine Länge, die hängt also rein von diesen Richtungsvektoren ab. Schön wäre jetzt, wenn dieser normalen Vektor eine Länge hätte, die genau eine Längeneinheit wäre, zum Beispiel 1 Zentimeter. Ja, also wenn die Länge 1 wäre und es nennt sich, die Länge ist dann normiert, ja, nämlich auf eine Einheit und die Einheit ist bei uns immer 1, also eine Längeneinheit. Und dann bräuchte ich jetzt sozusagen, wie es hier in dem Bild dargestellt ist, durch diese grünen Vektoren, die könnte ich dann einzeln nacheinander sozusagen hier anhängen. Und müsste nur zählen, wie viele dieser Vektoren ich habe. Und dann wäre die Anzahl dieser Vektoren gleich der Abstand. Das ist eigentlich die Idee, die hinter dieser Konzeption der Hessen-Normalform steht. Das heißt, als erstes benötige ich den normierten Einheitsvektor. Und das ist ganz einfach. Ich habe den Einheitsvektor, also bilde ich den Vektorbetrag davon. Das ist wieder die Summe der Quadrate der Koordinaten, ist in diesem Fall Wurzel 9, das ist 3 und jetzt kann ich praktisch den normierten normalen Vektor angeben als ein Drittel mal diesen Vektor n. So, und dieser Vektor heißt also jetzt normierter normalen Vektor. Gut, und jetzt um die Hesse-Normalform zu erreichen, multipliziere ich einfach die bereits bestehende Koordinatengleichung mit der Normierung, also mit dem ein Drittel durch und habe dann praktisch meine Hesse-Normalform. Jetzt gibt es aber nur einen einzigen Knackpunkt. Und zwar, wenn dieses Lineal jetzt meine Ebene darstellen würde, immer schon, dass ihr das seht, genau so, dann gibt es jetzt für den normalen Vektor zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, er steht so senkrecht herauf. Ja, und wenn jetzt da oben an der Spitze mein Punkt wäre, dann wäre es der richtige. Problem ist, wenn ich den anderen nehme, es gibt nämlich noch einen zweiten, der würde hier sozusagen, mal schauen, so nach unten senkrecht stehen. Der nützt mir natürlich nichts, weil er auf der falschen Seite liegt. Ja, das heißt, ich muss sicherstellen, dass ich den richtigen Vektor habe. Und das kann ich durch einen ganz einfachen Trick. Ich schaue mir nämlich das Vorzeichen von x1 an, um von der Zahl ohne Koordinate, also von der Konstanten. Und wenn diese das gegenteilige Vorzeichen haben, dann habe ich den richtigen Vektor. Wenn nicht, dann muss ich praktisch diese Koordinaten umdrehen und muss hier die Vorzeichen vor x1, x2 und x3 einfach umdrehen, damit ich den richtigen normalen Vektor habe. Gut, wenn ich das geprüft habe, in unserem Fall ist es schon korrekt, dann besitze ich die Hesse-Normalform. Und das kann man sich jetzt auch als Merksatz aufschreiben und es steht auch auf der Merkhilfe so drauf, die allgemeine Form. Mein Tipp ist, man macht sowas immer von Hand. Man kann es natürlich mit der Formel machen, geht aber von Hand mindestens genauso schnell. Also Hesse-Normalform sieht also so aus, 1 durch Wurzel aus n1² plus n2² plus n3², das sind praktisch die Koordinaten des normalen Vektors, mal die Koordinatenform und das ist wieder gleich 0. Und das, was jetzt auf der linken Seite steht, das bezeichnet man als Hesse-Term. Und was dieser Hesse-Term jetzt für eine Bedeutung hat, das sehen wir jetzt, wenn wir die Punktkoordinaten
von meinem Punkt P in die Hesse-normalen Form einsetzen oder in den Hesse-Term genauer gesagt einsetzen. Wenn ich das tue, dann kriege ich genau 8 Drittel raus und ich stelle fest, das war genau der vorher berechnete Abstand. Das heißt, ich kann folgenden Merksatz mir merken, der Wert des Hesse-Terms entspricht immer dem Abstand des Punktes P von der Ebene E. Und jetzt kann ich in der Symbolsprache schreiben, der Abstand D von P zu E, also vom Punkt zur Ebene, ist gleich der normale Betrag, also der das Vorzeichen praktisch kaputt macht. Warum? Weil ein Abstand immer eine positive Größe ist, der Hesse-Term aber auch leider nur negativ werden könnte. Aus diesem Grund nehme ich vorsichtig halbe den Betrag, damit ich wirklich eine positive Größe habe. Und das ist dann praktisch, der Abstand ist dann gleich dem Hesse-Term von meinem Punkt P. Ja, und damit wäre ich schon fertig für das, warum wir die Hesse-Form brauchen, wie wir sie machen, worauf wir aufpassen müssen. Ich hoffe, das war jetzt informativ. Ich würde mich freuen, wenn man bei einem der nächsten Lernvideos wieder mit hier auf dem Kanal dabei ist. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. In diesen Zeiten vor allem alles Gute und Gesundheit. Und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst einfach hier auf diesem Kanal wiedersehen.